Herzlich willkommen zu Teil 4 unserer Intro-Serie und damit auch dem letzten Teil dieser kleinen Anfängerserie, beziehungsweise eben Anfängerserie für Intros, nicht Einsteigerserie. Muss man unterscheiden. Gut, jetzt wo wir das unterschieden haben, können wir ja anfangen. Und zwar haben wir jetzt die letzten Teile, dieses komplette Intro gemacht mit Animation. Und jetzt geht es eigentlich schließlich nur noch darum, das Ganze zu rendern. Dazu muss hier oben Blender Render eingeschaltet sein, das ist aber normalerweise der Fall. Und dann brauchen wir diese Kamera hier oben, und zwar das ist der Render-Display, also dieser Teil hier. Da klicken wir drauf und dann haben wir folgende Optionen, die hier. Die Layers, die brauchen wir nicht, die bleiben einfach zu. Und das nächste ist dann Dimensions. Die Resolution. Die Resolution ist in meinem Fall 1920 auf 1080. Das ist das auch das Standard-YouTube-Format in Full HD. Das lassen wir also. Dann die relative Qualität auf 100%. Wenn sie auf 50% steht, dann versucht er eben so in die Richtung von den Frames zu kommen hier. Also von den Pixelauflösungen zu kommen. Mal macht er ein bisschen mehr, mal weniger. Je nachdem, wie viel Leistung er gerade denkt zu brauchen. Und wenn er sagt, ja, ich mache jetzt einfach mal weniger, dann macht er eben 50% an, also halt relativ nah. Das ist eben das Scaling. Und bei 100% ist das eben immer genau diese Auflösung. Das ist jetzt sehr vereinfacht erklärt, eigentlich ist das nochmal anders, aber so kann man sich etwa vorstellen. Dann die Framerate, das sind bei mir 25 FPS, das heißt in eine Sekunde kommen 25 Bilder. Man könnte jetzt auch 60 zum Beispiel machen, dann wäre das eben besser quasi, aber da eben Filme bei den meisten Browsern noch nicht unterstützt werden in 60 FPS auf YouTube, das wurde ja gerade erst eingeführt. Bei Mozilla Firefox zum Beispiel müsste man erstmal manuell HTML5 aktivieren, um das eben nutzen zu können, diese 60 FPS, die es ja jetzt mittlerweile auf YouTube gibt. Und deshalb steht es bei mir jetzt immer auf 25 momentan. Dann das Anti-Aliasing, das sind einfach, das ist die Kantenglättung. Und ja, die kann man eigentlich auf 8 lassen, dann könnte sie auch höher stellen, je nachdem wie lange man warten will pro Bild, weil er rendert ja jedes Bild einzeln, das heißt jedes Bild macht er durch und je höher eben das Anti-Aliasing ist, desto mehr Leistung braucht er, also je höher die Qualität insgesamt ist, desto länger braucht er pro Bild, desto länger dauert auch das gesamte Rendern und deswegen muss man da aufpassen. Gut, dann Sampled Motion Blur brauchen wir nicht, das Shading brauchen wir nicht, Performance brauchen wir nicht, das brauchen wir alles nicht und noch wichtig wird der Output. Und zwar erstmal da, wo es ausgegeben werden soll. Momentan steht hier TMP, das ist einfach der Temporary-Ordner von Windows, ist meistens nicht so sinnvoll. Deswegen klickt ihr mal auf den Ordner drauf und wählt dann den Ordner aus, den ihr haben wollt. Ich mache das jetzt mal unter meine Partition, wo ich alles andere drin habe, unter Documents. Erstelle jetzt hier einfach mal AGM und mache dann hier ein neues Directory. Also hier mit Create New Directory könnt ihr ein neues machen, dann bestätigen und dann... Hier fragt er, welchen Namen das haben soll. Ich sage dazu jetzt einfach mal Tutorial Intro. Wahrscheinlich habe ich mich jetzt 5-mal geschrieben, natürlich. So, Tutorial Intro heißt der Ordner jetzt, da klicke ich mal drauf. Und dann legen wir das hier rein, Accept. So, jetzt liegt das Ganze in A-Documents, AGM, Tutorial Intro. Daran werden jetzt einfach Bilder gelegt in unserem Fall, und zwar PNGs. Das hier ist das File-Format, hier kann man noch andere Formate nehmen. Man könnte es auch direkt als Film machen, also als Film rendern lassen. Das mache ich aber nie, weil meistens ist die Qualität davon eben nicht so gut, wie wenn ihr das per Bilder dann später noch zusammenfügt. Das zeige ich euch auch noch gleich, wie das geht. Das heißt also PNG, das wählt ihr aus. Und dann die Compression auf 100%. Wobei in unserem, nee, es macht eigentlich keinen Sinn, nicht 100%, sondern 50%. 50% ist viel besser. Ist ein besserer Wert, denn je höher die Komprimierung ist, desto länger braucht er später beim Video bearbeiten, um das quasi zu entpacken. Deswegen nur bei 50%, das ist besser, das braucht dann nämlich weniger, also braucht mehr Speicherplatz, ist aber dann auch schneller später. Sonst müsst ihr das immer entpacken, weil das ist ja auch nur wie Zip dann verpackt, also komprimiert und das muss er ja erstmal entpacken. Und ansonsten wäre das eben ewig, bis wir das nachher dann öffnen können. So, also 50% ist besser. Output haben wir angegeben, Override ist okay, das heißt, er überschreibt Daten, falls in diesem Ordner schon welche vorhanden sind, in dem Fall ja eh nicht. File Extensions heißt einfach, ob er speichern soll, .jpeg oder .png oder ob er einfach nur das Bild darin speichern soll, natürlich File Extensions. So, Anti-Aliasing stimmt. Die Resolution könnt ihr natürlich auch noch anpassen, aber bedenkt dann dabei, dass auch sich die Kamera dann verändert, denn wenn ich jetzt zum Beispiel 1000 mal 2000 mache, dann wird das Ganze recht, dann wird das ein Rechteck oder 200 mal 200 wäre ein Quadrat. Da müsst ihr dran denken, dass das sich dann auch die Kamera ändert. Das seht ihr sogar auch live an der Kamera, wenn ich das hier mal verändere, dann seht ihr, das verändert sich auch hier. Gut.
Dann noch hier die Frame Range, die brauchen wir in dem Fall nicht einstellen, weil sie stimmt, aber theoretisch welche wann ab welchem Bild er starten soll, es zu rendern und wo er aufhören soll und in welchen Schritten er zwischen denen switchen soll. Und ja, 1 bis 200 passt ganz gut. Und ja, Framerate haben wir auch eingestellt und der Rest ist uns egal. Wenn ihr dann alles eingestellt habt, geht ihr hier einfach auf Frame 1, wenn ihr noch wollt. Das müsst ihr aber nicht machen, das mache ich jetzt einfach noch. Und wenn ihr euch sicher seid, das soll so werden, dann könnt ihr hier oben auf Animation drücken. Und dann fängt er hier an, das Ganze rauszurendern. Ihr seht, er macht das jetzt für die Bilder immer wieder. Und ich werde jetzt die Qualität gleich mal runterstellen und das mal rendern. Ich habe jetzt keine Lust, das in so hochauflösenden Bildern rendern zu lassen. Ich mache das gleich in einer sehr schlechten Qualität. Nur um euch das dann später noch zu zeigen, wie ihr die Bilder zusammenfügt. Das heißt, wir sehen uns gleich in einem anderen Programm. Ich sage euch dann noch mehr dazu, wenn wir dann dort sind, wenn es soweit ist. Und ja, dann bis gleich. Ich rendere das mal noch kurz. Wir sind damit jetzt zurück in einem anderen Programm. Ich habe fertig gerendert in einer sehr schlechten Qualität, wie angekündigt, damit das eben sehr schnell bei mir geht. Und das hat jetzt vielleicht eine halbe Minute gedauert, weil ich eben die Qualität sehr runtergeschraubt habe. Gut, wir befinden uns, wer hätte das gedacht, in dem Programm Mein Film. Ja, nein, Quatsch, wir befinden uns in Movie Maker, also der Windows Movie Maker. Den gibt es zum einen kostenlos zum Runterladen, falls ihr den noch nicht installiert habt. Bei vielen ist er auch schon vorinstalliert, einfach unter Programme. Und dann gibt es hier verschiedene Dinge und dann findet ihr das hier irgendwo drin. Oder ihr sucht das hier einfach. Entweder Movie Maker eingeben, bei manchen heißt er noch Windows Movie Maker, wenn ihr ihn nicht updatet. Mittlerweile heißt er einfach nur noch Movie Maker. Also nicht wundern, wenn ihr es unter Windows Movie Maker nicht findet. Dann heißt er einfach nur noch Movie Maker. Das ist das einfachste Programm und günstigste Programm, weil es einfach nichts kostet. Und damit ist es dann natürlich am einfachsten, sowas schnell zu machen. Für professionelle Anwendungen oder so würde ich euch das natürlich nicht empfehlen. Aber für so eine kurze Anwendung passt das. Dann klicken wir hier drauf, um Fotos oder Videos hinzuzufügen, steht hier ja schon. Und dann haben wir hier unter Dokumente einen Ordner, der dürfte heißen AGM, da haben wir es reingehauen. Dann Tutorial Intro und dann wählt ihr hier die Bilder aus. So, ich habe jetzt hier, wie ihr seht, das ist ein bisschen durcheinander, ich sortiere mal nach Name. So, wähle das erste aus, drück Steuerung und A, um alle auszuwählen und öffnen. Dann öffnet er mir hier alle Bilder rein, sehr schön. Und bevor wir irgendwas machen, sind ja noch alle ausgewählt, dann gehen wir hier oben auf Video-Tools bearbeiten und dann bei Dauer geben wir die kleinste Spanne ein, die geht, und zwar ist das 0,003, glaube ich, ne, 0,03 war es, 0,03, so. Das ist das kürzeste, das heißt, unser Intro geht jetzt genau 6 Sekunden, was ich euch gesagt hatte. Und jetzt lassen wir es mal abschlaufen und ihr seht, es läuft relativ schnell sogar. Und ja, die Explosion ist da und das war's dann. Jetzt kann man natürlich nochmal Steuerung A drücken, während ich meine Maus hier in dem Teil habe, so, und dann bearbeiten. 0,03 ist ein bisschen schnell, 0,05 ist vielleicht so das Maximum, dann haben wir 10 Sekunden langes Intro und dann läuft das nicht ganz so schnell ab, aber eben auch nicht mehr so flüssig, also das müsste man eigentlich eher in Blender dann bearbeiten, aber das wisst ihr jetzt, wie ihr die Keyframes später setzt. So, das läuft jetzt immer wieder durch, brauchen wir jetzt aber nicht. Und sobald wir dann fertig sind mit dem Ganzen, können wir natürlich aufs erste Bild gehen und dann noch sagen Musik hinzufügen. Dann könntet ihr das noch mit Musik hinterlegen. Wenn ihr da welche habt, denkt dran, dass da auch rechtlich ihr das abklären müsst oder eben gucken müsst, dass ihr eigene Musik habt oder wie auch immer, eben was ihr benutzen dürft. Anschließend Film speichern und dann für hochauflösende Anzeige ist am besten draufgeklickt. Hier seht ihr schon ein paar Tutorials, die ich momentan noch abgespeichert habe. Und da wählt ihr jetzt einfach ein Destination aus, also einen Ordner und fügt das dann dort rein. Und dann auf Speichern und dann rendert er euch das und dann habt ihr einen fertigen Film. Damit wäre es das dann auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet euch ein Intro jetzt selber bauen. Falls noch Fragen bestehen, gerne in die Kommentare. Und damit, ja, wären wir am Ende dieser Serie. Ich freue mich immer über Daumen nach oben oder Abonnements. Ja, sage ich ja eigentlich jeden Teil, ne? Nein, und damit wären wir am Ende, genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.